Deutscher Pokal bzw. DFB-Pokal. Erste Runde FC Bayern München gegen Darmstadt 98, das Duell der Bundesligisten. Es steht an. Wir sind immer noch in der 16-17er Karriere. Das heißt, wir haben einfach nur Hummels und Sanchez bei uns. Das ist halt eigentlich die einzige Veränderung. Und die spielen doch heute beide eigentlich, oder? Ne, Hummels nicht, aber Sanchez müsste spielen. Ja, Sanchez spielt. So. Darmstadt, wahrscheinlich, ja, höchstwahrscheinlich krasser Außenseiter heute. Mal schauen, wie lange sie es durchhalten werden. Wir haben ja schon Renato Sanchez. Erste Aktion, ein schöner Pass zu Kingsley Coman. Coman. Ey, faul, faul! Faul! Der hat sich mir in den Weg gestellt. Der Diaz. Hätte ich mal besser fallen lassen. Ich sage, es muss noch in FIFA so eine Schwalbentaste geben, weißt du? Damit sich dann einfach so auf die Fresse legen kann. So, wenn der Schiedsrichter sagt, das war aber was, dann, ne? Ganz easy. Kempe. Ja, easy, easy. Rafinha. Oh, 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 das hätte aber böse ausgehen können. Renato Sanchez. Ah? Im zweiten Versuch. Nee, auch nicht. Was ist denn gerade los? Rosenthal. Gegen zwei Leute, Alonso. Jetzt Sanchez, jawohl, der kommt an. Rafinha. Kingsley Coman. Coman. Kingsley Coman! Oh, Matenia, Fehler! Das wäre es fast gewesen. Stark gegen Kimmich. Kimmich fast. Gondorf. Alonso. Zu Coman. Nein, Diaz ist da. Gondorf. Zulu. Kimmich. Kriegt er noch, kriegt er noch, kriegt er noch. Alles gut. Flanke. Feuerrückzieherkatze. Und Martinia. Come on. Ah, Einwurf für die. Für die Lilien. Oh, der war aber schlecht. Oh, ist das. Wenn er mir dafür nur gelb gibt. Das ist ein Witz. Was habe ich denn gemacht? Was soll ich da jetzt gemacht haben, hä? Ich habe doch da nichts gemacht. Und er gibt mir gelb für nichts. Das ist ein Witz. Ulreich. Kimmich. Ribéry. Ribéry, alt, aber noch frit. Ribéry. Behauptet das Ding. Bernard. Come on, aber da ist wieder Diaz. Ecke von Bernard. Ribéry. Schade, aber der ist irgendwo... Vielleicht beim Münchner Brauhaus wieder runtergekommen. Götze. Das ist jetzt ein Foul, genau. Weil das war nicht genau so eine Szene wie eben. Da kann er jetzt auch wieder gelb geben. Das macht er auch. Alonso mit dem Freistoß. Aber direkt ins Aus. Niklas Stark. Und Ribéry fängt diesen Fehlpass ab. Ribéry. Kimmich. Oh. Rafinha. Kempe, kein Foul. Gondorf. Oh, okay. Geh doch hin. Was bricht dir den Lauf einfach ab? Mann. Was war denn das für eine Situation? Gehst du mal, gehst du mal auf. Kein Bock mehr. Da hätte er doch locker bekommen. Götze. Come on. Come on. Und oben. Oh, Ribéry, meine Güter. Monsieur Lefranc, was war denn da los?
Brauchst du nicht einen noch Ballerina zu machen? Dann Kimmich wieder dazwischen. Come on. Come on. Kingsley Coman. Sanchez. Und Kimmich! Abgefälscht. Und das war's. 0:0 zur Halbzeit. DFB-Pokal. Hier geht's auch in die Verlängerung, wenn es nicht weitergeht. Das ist klar. Das ist klar. Das ist klar. Ribéry. Kimmich. Kein F... Kein Foul. Einwurf für uns. Ribéry. Renato Sanchez! Und Matenia. Aber war kein Problem für den. Oh, 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 oh. Ulreich. Sanchez. Come on. Kimmich. Götze. Und Ribéry. Ja. Ribéry. Oh! Schiri gelb. Mindestens mal eine gelbe. Und er geht rot! Platzverweis für Marcel Heller. Ich hab's, kann's nachvollziehen. Von hinten in die Beine, ohne Chance auf den Ball. Da war er schon weg und dann grätscht er. Das ist eine klare rote Karte. Marcel Heller, Darmstadt nur noch zu 10. Und wir lassen mal... Wen? Ribéry, sollen wir Ribéry schießen lassen? Wir lassen Bartstuber schießen. Bartstuber mit dem Freistoß. Oh, das Netz. Knappes Ding von Bartstuber. An der Mauer vorbei, aber dann nur ins Außennetz. Da haben wir jetzt unseren guten Vorteil. Ribéry. Vorbei, Ribéry. Flanke. Come on! Aber das ist wieder Diaz. Der bewacht den Coman da ganz gut auf seiner Seite. Ecke von Ribéry. Kopfball von Bartstuber. Vorbei. Martinia. Jungwirtz gegen Götze. Rajkovic. Zulu. Rajkovic. Kimmich bei ihm. Mal schön unter Druck setzen. Martinia. Ribéry kommt dahin. Ich höre den Ball nicht. Gondorf. Taski. Kimmich. Und der Ball für Kingsley. Come on, da kommt Martinia raus und hat das Ding. Und jetzt warten wir mal. Kommt. Ah, nicht so schnell. Ball. Der Ball, Junge, war so langsam. Das hätte eine gute Chance werden können. Götze. Kimmich. 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 Durch die Beine von Martinia. Fast. Einwurf. Ribéry. Schön gemacht. Ribéry. Ah, Jungwirt. Direkt zu Renato Sanchez abgefischt. Ecke. Es geht auf die heiße Phase zu. Bernhard mit der Ecke. Und Martinia. Und da ist Rafinha. Und Götze und abgefälscht. Jetzt sind wieder 20 Beine dazwischen.
Sind sie ja wirklich, sind ja, ne? 10 Spieler mit 2 Beinen, halt 20 Beine. Oh. Haben sie Glück gehabt. Diaz, Zulu, Rosenthal. 88. Minute läuft. Coman. Das pfeift er jetzt? Ernsthaft? Nochmal Freistoß für Darmstadt. Vielleicht müssen wir in die Verlängerung. Vielleicht. Auf jeden Fall erstmal Abschluss. 4 Minuten Nachspielzeit. Das ist gut. Das heißt, es ist auf jeden Fall noch Zeit. Aber nicht, wenn wir nicht in Ballbesitz kommen. Jetzt sind wir da. Renato Sanchez. Coman. Kingsley Coman. Kingsley Coman. Und Diaz schon wieder. Der ist ja wirklich heute der überragendste Darmstädter. Und es geht in die Verlängerung. Es geht in die Verlängerung. Und jetzt müssen wir mal auswechseln. Ribéry ist irgendwie schon so ein bisschen platt. Für den wechseln wir mal Costa ein. Coman ist ganz gut unterwegs. Und die anderen eigentlich auch noch. Also auf geht's in die Verlängerung. Vielleicht sehen wir heute sogar ein Elfmeterschießen, was ich natürlich nicht hoffe, weil Elfmeterschießen immer eine Glückssache ist. Aber wenn wir aufs Elfmeterschießen zugehen, werde ich auf jeden Fall noch sowas für so jemanden wie Lewandowski einwechseln. Renato Sanchez jetzt mit dem Ball für Mario Götze, 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 Götze. Oh, eine Riesengrätsche von Rajkovic. Niemeyer, oh, das ist ein super Pass, Ulreich, komm, 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 nein, 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 oh, gut, 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 gut. Knapp. Alonso. Costa. Zack, schön gemacht. Super Einstand erstmal hier in die Partie. Und dann ist Vrančić da mit dem Einwurf. Kimmich. Renato Sanchez und Martinha. Boah, jetzt sitzt aber hier echt knapp. Juan Bernat. Wow, Vollrückzieher. Und Patinha hält. Krasses Ding. Nächste Ecke, Bernat. Kurzer Pfosten. Aus dem Mittelgrund könnte Rafinha schießen. Rafinha schießt, abgefälscht, Martinha. Boah, ist das ein Spiel, ey. Wie im Handball. Einfach nur immer drauf und drauf und drauf. Kimmich jetzt mit der Flanke, die ist abgefälscht. Bernat! Ah, das war nichts. Halbzeit der Verlängerung ist vorbei. Zweite Halbzeit folgt. Da sind einige platt. Da sind einige ganz platt. Zum Beispiel Götze. Dafür wechseln wir jetzt Lewandowski ein und Robben kommt für Coman. Dann haben wir wieder unsere Top 3 vorne drin. Vielleicht können die es ja richten. Robben. Robben. Ja. Sanchez. Joshua Kimmich. Latte, das gibt's nicht. Wie viele Chancen willst du noch bekommen? Sanchez. Xabi Alonso. Martinha. 10 Minuten noch, sonst geht's ins Elfmeterschießen. Ecke. Robben. Vor Zulu klärt vor Robben. Costa. Costa, Flanke! Niemeyer. Renato Sanchez. Serdar Tasci, abgefälscht, Ecke. Bernat, die Ecke kommt. Ja, da ist einer, da ist einer. Alonso. Robben. Wobei an Diaz, der ist natürlich platt, aber Niemeyer nicht. Sanchez, Kimmich. Bernat! Bernat! Boah, wieder so eine Riesengrätsche von einem Darmstädter. Gibt's ja nicht. Niemeyer, Wagner. Robben, nochmal mit einem Ball nach vorne. Und da ist Costa. Costa. Tempo. Jawohl.
Costa geht vorbei. Ball in die Mitte. Martinia rettet die Darmstädter ins Elfmeterschießen. Oder? Ja. Es gibt Elfmeterschießen. Holy moly. Alonso, Robben, Lewandowski. Naja, Lewandowski als erster. So. Ja. Robert Lewandowski tritt an zum ersten Elfmeter. Frisch eingewechselt. Lewandowski. 1:0. Keine Chance für Martinia. Sandro Wagner gegen Sven Ulreich. Sandro Wagner. Ulreich hält. Sven Ulreich hält den ersten Elfmeter. Xabi Alonso jetzt. Alonso. Und Martinia hält. Das gibt's ja nicht. Sulu, der Kapitän von Darmstadt. Gegen Ulreich. Oh, souverän. Absolut souverän. Es leckt es gerade. Jetzt geht's wieder. Costa. Douglas Costa. Jawohl. 2:1. Rosenthal gegen Ulreich. Jan Rosenthal. Rosenthal in die Mitte. Arjen Robben. Elfmeter Trauma. Kann das überleben? Jawohl! 3:2. Arjen Robben. Diaz, der heute ein super Spiel gemacht hat. Jetzt der Elfmeter gegen Ulreich. Diaz! Oh, Ulreich fast da. Renato Sanchez, der 19-Jährige. Was ist das für ein Druck für ihn? Renato Sanchez! 4:3. Jawohl. Jetzt geht's darum. Ulreich gegen Kempe. Ulreich im Tor. Kempe steht bereit. Kempe ins Tor. Es geht weiter. Rafinha, der erfahrene Brasilianer. Rafinha! 5:4. Und wieder kommt es drauf an. Ulreich gegen Francic. Ulreich! Francic trifft. Kapitän Holger Badstuber jetzt. Badstuber, Tor, 6:5. Und wieder, Darmstadt muss treffen, Niemeyer. Niemeyer, in die Mitte, diese Säcke. Juan Bernat. Bernat, joho, super Elfmeter, super Juan. Rajkovic, auch ein super Spiel gemacht heute. Rajkovic! Und auch drin! Was ist denn das für ein Elfmeterschießen hier? Joshua Kimmich. Kimmich! 7:6! Alter! Oh, ist das intensiv! Jungwirt! Gegen Ulreich! Jungwirt! Ulreich! Nein, das gibt's nicht! Ich war schon wieder in der richtigen Ecke! Taski! Taski! Jawohl! Gut, dass ich nicht in die Mitte schieße. 9:8. Jetzt Martinia gegen Ulreich. Martinia! Ulreich hat ihn! Ulreich hat ihn! Wir sind weiter im DFB-Pokal. Sven Ulreich hält den Elfmeter von Martinia. Alter Schwede. 10:9 im Elfmeterschießen. Was ein intensives Spiel. Hohoho, alter Schwede. Sven Ulreich wird jetzt zum Helden. Was ein Spiel, ey. Leck mich am Arsch. Das Elfmeterschießen war ja mal der absolute Hammer. Wir gehen hier raus mit einem 10:9. Sven Ulreich definitiv Man of the Mother Sidness Dingenskirchen Match. Was ein Spiel. Hoi. Aber Batschu war es Man of the Match geworden, komischerweise. Alter, 9:8 im Elfmeterschießen. Alter Schwede. Was ein Spiel.
Das musst du erstmal schaffen. So ein Elfmeterschießen, ey. Und das muss die KI erstmal schaffen. Eieieiei. Wir schauen mal nach, wer gegen wen wir jetzt spielen müssen. Gegen Schalke. Gegen Schalke 04. Alter Schwede, so. Ich mach jetzt erstmal ein Päuschen. Das war jetzt sehr intensiv. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei FIFA 16. Gegen Eintracht Frankfurt dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.